Ein herzliches Hallo von mir an euch. Und... Oh. Ich gehe mal direkt an die Kiste, aber das ist der Sinn des Spiels von DBD. Nein, ist es nicht. Aber wenn ich hier schon spawne... Guck ich noch kurz, dass ich hier... Was denn? Schon wieder eine Krankenschwester? Wir hatten noch letzte Folge erst eine Krankenschwester. DBD zeigt sich gerade nicht so abwechslungsreich. Die sind da. Ich hoffe nur, es ist nicht wieder die gleiche Krankenschwester wie in der Folge gerade eben. Wäre jetzt ein bisschen komisch. Nicht ausgeschlossen, aber... So, wo haben wir hier noch einen Generator? Da vorne an der Straße. Nancy wird gejagt. Okay, es ist ein Kürbiskopf. Ich glaube, es ist eine andere Krankenschwester. Ich mach auch mal hier. Oh, Dead Heart. Durch den Schlag durch. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen zu doof für Dead Heart. Ich krieg das nie getimed, deswegen spiele ich auch nicht. Deswegen spiele ich auch nicht mit dem Perk. Nancy macht es echt gut. Ups, ich hab's gejinxt. Oh. Ist da doch sowas wie Barbecue dabei gewesen? Und sie hat mich nicht gesehen, weil ich hinterm Generator saß? Ja, das müsste Barbecue sein. Sie kam ja wieder instant... zu uns. Jetzt bin ich hier halt auch noch voll in die Flugbahn gerannt. Oh. Hat sie ihr Add-on dabei, dass sie, wenn sie geportet ist, die gleiche Flugbahn nochmal zurückporten kann? Sah also aus. Hä? Warum? Warum hat sie geschlagen? Warum geht sie wieder auf Nancy? Es könnte mich jemand holen kommen. Hallo? Hallo? Kommt mich jemand holen? Hallo? Irgendwie... Ah, da. Kommt jetzt mal. Dwight. Ja, ist okay. Hat ein bisschen länger gedauert, verstehe ich. Okay. Ich bin immerhin noch nicht in die zweite Phase gerutscht. Von daher ist es an sich wirklich okay. Ich heile mich jetzt mal hier, nachdem ich das Totem weggemacht habe. Ich weiß gar nicht, hatte ich vorhin das andere Totem eigentlich weggemacht oder bin ich dort weg... Doch, ich habe es weggemacht. Und war dann zufällig am Gen.
Ich bin der Busch. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mal kurz in die Ecke. Ich weiß, das ist total doof. Aber ich versuche mal, so viel Abstand wie möglich zum Killer zu haben. Weil eventuell hat sie Ruf einer Krankenschwester dabei. Wie schnell war sie denn jetzt da drüben? Die war doch gerade noch hier. An der Hecke. Okay, sie wird jetzt Barbecue haben. Ich gehe mal... Ich schau mal, ob ich retten kann. Zwar die komplett andere Map-Ecke. Aber selbst wenn sie mich mit Barbecue gesehen hat, wird sie nicht zu mir kommen, weil ich eben so weit weg war. Und sie hat dort ja den Dwight jetzt. Okay, Kate ist runter. Nancy ist runter. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Die jagen sich hier im Keller. Ah, das ist gar nicht Dwight. Das ist... Ist das eine Mac? Näher? Ach nee, eine Jane. Jane, kannst du dich selber heilen? Geh mal zum Generator. Ich meine, da unten im Keller müsste auch ein Generator sein. Ich glaube, Jane geht auch dort unten ran, aber... Und dann wären wir an sich auch zu zweit. Das wäre vielleicht gar nicht so doof, aber... Ich sitze wieder bei Jane. Jane rennt im Keller im Kreis. Das ist nicht gut. Oh, sie hat einen Jane gesucht. Da ist ein Totem im Keller. Vielleicht ist das sogar Ruin. Aber wir sind ja bis jetzt erstmal in den Schrank auch mit Ruin ganz gut durchgekommen. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe nicht so viel Sinnvolles gemacht. Ah, sie hatte innere Kraft dabei. Dann war das ja jetzt richtig gut. Erst Ruin entfernt und dadurch im Totem zerstört für die innere Kraft. Sehe ich sie natürlich nicht mehr, aber ich glaube, sie wird dort unten dran sitzen. Am Ende hatte sie auch noch frontal dabei. Und schnell und leise. Weil sie ist relativ schnell in den Schrank rein. Normalerweise knallt das ja. Gut, ich meine, der Killer wusste eh, dass dort jemand ist. Schließlich hat sie da Ruin zerstört. Da und da. So, jetzt ist nur die Frage. Ist hier noch Nöt dabei? Ich wollte die Palette ziehen und sie hat tatsächlich Nöte dabei. Da drüben ist jemand am Ausgang. Und da steht jemand. Oh, verdammt.
Das war die Jane. Ich glaube, da hinten der Ausgang wird fertig vorbereitet sein. Frage ist... Schaffen wir das? Da drüben wird, denke ich mal, nach dem Totem gesucht. Oh, Nancy, das ist, glaube ich, nicht gut. Sag ich doch. Warum bin ich jetzt eigentlich die Obsession? War ich die ganze Zeit schon die Obsession? Wir sind raus. Juhu! Warum haben wir jetzt ständig Krankenschwestern und warum haben die alle Nöte dabei? Aber es war tatsächlich eine andere Krankenschwester. Aber Ruf einer Krankenschwester, Barbecue, Nöte und Ruin war schon ein bisschen... Hat's drauf angelegt eigentlich. Hat aber nur... Nur 2 Kills. Schade. Und sie hatte tatsächlich innere Kraft, frontal und schnell und leise. Das war die Jane, wie ich es vorhergesagt habe. Interessant. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie Perks entdecke und richtig einschätze. Und ja, das freut mich dann immer. Aber... Nurses Calling und Barbecue. Dann hat sie mich wirklich das eine Mal nicht gesehen am Anfang, weil ich hinter dem Generator saß. Weil sie ist ja dann, ich glaube, zu Jane rüber und nicht zu mir. Cool. Ja, ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge immer wieder einen anderen Killer bekommen und nicht schon wieder eine Nurse. Aber abwarten. Abwarten, was passiert. Ich verabschiede mich für heute erstmal aus dieser Folge. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.